Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kam es denn für... Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wieder einmal live aus Köln, diesmal von der Anuga. Und ich habe hier einen Gast. Hi, Chris. Willkommen. Ja, wer bist du denn? Wir haben kein Foto von dir. Ich bin der Soups von Noobs. Überraschung. Ja. Oder der Late Night Blog. Der Late Night Blog, ne? Je nachdem, ne? Auf Twitter, @LateNightBlog. Auf Instagram, Soups von Noobs. Mein Blog, soupsfornoobs.com, dürft ihr auch besuchen. Dann könnt ihr seit einem halben Jahr den gleichen Blogartikel durchlesen, der auf meine anderen Projekte wieder verweist. Genau. Auf Küchenfunk zum Beispiel. Genau, wir haben uns ganz spontan hier getroffen, weil du bist busy. Ja. Ich bin busy, ich habe das Outing gemacht. Der Küchenjunge ist jetzt Küchenpapa. Deswegen gab es jetzt ein paar Wochen ein bisschen aus dem Rhythmus, aber Wir hoffen, wir fangen den Rhythmus jetzt wieder auf. Ja, also schön flattern, ne, damit die Pampers bald angeschafft werden können, damit er nicht hier im Stoffwindeln immer waschen muss. Es ist ja, habe ich jetzt gelernt, scheißegal, kostenmäßig, ob Stoffwindel oder normale Pampers, die Reinigungskosten für Stoffwindeln sind genauso, wie wenn du jedes Mal frische Windeln kaufen würdest. Der Nachwuchs scheißt eh drauf. Ja. Genau. Immer flach und unlustig am Morgen. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Stand von Otto Gourmet und machen ein kleines Frühstück, ein bisschen Champagner, ein bisschen Iberico. Deswegen haben wir uns überhaupt hier getroffen, ne? So genau. Wir haben uns nicht mal hier verabredet und trotzdem hast du es hier zusammen hinverschlagen. Aber du bist hier ja in beruflicher Mission. Mission, genau. Neue Sachen für die fette Kuh am Suchen. Ja, kleine Innovationen. Da muss man noch so ein bisschen Shakehands mit seinen aktuellen Partnern machen. Da gibt es ja auch zwei, drei, die hier sind. Oder mal gucken nach neuen Verpackungsarten oder vielleicht mal eine andere Käsesorte. Keine Ahnung. Aber mal ein bisschen durchprobiert. Man darf ja nicht auf der Stelle stehen bleiben. So ist es. Ja, und ich bin einfach nur hier und lass uns ein bisschen treiben. Guck mir gleich noch ein bisschen Koch des Jahres an. Hatten Sie gerade, war der Koch, der vor 4 Jahren gewonnen hat auf der Bühne und hat eine Gewürzpaste aus Rinderfilet gemacht. Der Wilms. Wer ist der vor 2013 oder 2011? Der erste Koch des Jahres. Okay. Vor 3, 4 Jahren. Ich wurde ja letzte Woche vom Koch des Jahres 2013 gekocht. Ah. Das erzählen wir dann in einer anderen Folge ausführlich. Üppig, genau. Das war nämlich sehr schön. Ja, die hatte jetzt irgendwie, weil er irgendwie sagt, er kocht recht wenig mit Fleisch, benutzt aber Fleisch viel zum Würzen, und hat dann ein Rinderfilet genommen und es ganz fein zu so einer Farce gehackt und dann mit, das war das Marillenkernöl und irgendeinem Beerensenf aus Berlin gemixt und hat das dann einfach so auf den Teller geschmiert. Und ich habe schon gedacht, so Rinderfilet in der Form, komme ich nicht drauf klar. Du? Verrückt. Ich finde es verrückt, aber kannst du mir auch nicht vorstellen. Das muss man, glaube ich, selber probiert haben. Aber mit der Konsistenz hätte ich jetzt auch so erstmal meine Probleme. Aber ich meine, ich esse auch manchmal eine Stulle mit Teewurst. Ja, das ist Konsistenz ist auch nicht die Frage. Aber ich finde, so ein teures Produkt wie ein Rinderfilet zu nehmen und sowas zu zerstören, weiß ich nicht. Ja, wenn es nicht anders geht. Vielleicht geht es auch mit einem anderen Stück Fleisch. Aber das kannst du nicht so schmieren, oder? Aber okay, klar. Wenn du nicht einen Thermomix, dann kannst du alles schmieren wahrscheinlich. Eben, wenn du das ein schönes... Ja, ich meine, hier bei dem Koch des Jahres. Ne? Da muss man nicht kleckern, sondern klotzen. Da, wo die Rinderfilets auf den Bäumen